So, einen wunderschönen guten Nachmittag, muss man sagen. Es ist kurz nach 12 aus den Blue Mountains. Und zwar befinde ich mich hier in, also eigentlich zwischen Medlow Path and Black Keys. Und das ist der Evans Lookout. Ja, ihr habt richtig geraten, es gibt wieder ein Bushwalking-Video. Und zwar geht es darum, dass ich von Evans Lookout ein kurzes Video gezeigt habe, vor ein paar Wochen oder schon Monaten, keine Ahnung, mit einem Ausblick über den Grand Canyon, also den australischen Grand Canyon hier in den Blue Mountains. Und wir haben ein paar Leute auf Facebook dann angeschrieben, ja, gibt es da nicht einen Bushwalk, also einen Hiking-Track, der da irgendwo runter in den Canyon und wieder rauf führt. Ich habe mir das in der Zwischenzeit angeschaut, ja, gibt's. Ist eingestuft als Schwierigkeitsgrad Mittel, dauert 2 bis 4 Stunden je nach Fitness. Das ist gut, weil ich bin im Moment ziemlich außer Form, schon lange keinen Bushwalk mehr gemacht. Und heute haben wir echt schönes Wetter, Kaiserwetter, 16 bis 20 Grad Sonnenschein. Es ist Frühlingsanfang hier in den Blue Mountains und da habe ich mir gedacht, okay, holst du die gute alte Harley? Also, so alt ist meine Harley nicht, aber die Harley Quinn habe ich jetzt aus dem Winterschlaf geholt und bin eben hier zum Evans Lookout gefahren und jetzt mache ich mich auf den Weg und suche den Einstieg in diesen Hiking Track. Ziemlich viel Leute unterwegs, ich hoffe, ich finde ein paar schöne Plätze, wo nicht zu viele Touristen herumlaufen. So, und das ist der, ja, ich habe ein extra Panorama-Video auch drauf, das ist der Grand Canyon von Australien. So, ja, da hinter mir geht es arschweit runter, also Schritt zurück sollte ich keinen mehr machen. Und es war ungefähr, ja, 15 Minuten vom Carpark entfernt. Und jetzt schaue ich, dass ich irgendwie da unter in den Canyon selbst komme. Okay. Ja, ich habe einen Abstieg gefunden, der ist sogar relativ gemütlich mit viel steinernen Stiegen und führt richtig schön in den Busch hinein. Wie gesagt, wir haben einen extrem feuchten Sommer gehabt, also Dezember bis März. Und dann noch immer einen extrem feuchten Frühling. Und erst jetzt im Winter ist es ein bisschen trockener geworden. Aber man merkt, die Vegetation ist jetzt ein bisschen angetrocknet. Aber es grünt und blüht immer noch sehr schön. Also ich glaube, Feuergefahr werden wir in den nächsten Wochen noch keine haben. So, ich würde mal sagen, die ersten 100, 150 Meter, also Höhenmeter, sind jetzt geschafft. Ich habe einen wunderschönen Felsen gefunden, auf dem man Picknick machen könnte, aber Hunger habe ich noch nicht. Der Warnhinweis auf der Website hat gesagt, genug Wasser mitnehmen, das habe ich getan. 2 Liter Wasser und 1 Liter Elektrolyt bei mir. Noch genieße ich die Aussicht und ich hoffe, dass ich dort unten irgendwo auf einen Fluss stoßen werde. Gut, weiter geht's. Ein paar hundert steile Stiegen später werde ich von diesem Überhang hier belohnt für den Abstieg und wir sehen schon, da wird es feucht, nass, da kommt Wasser, Tropfen von oben und das bei strahlendem Sonnenschein. Es hat auch die letzten, ich darf mal sagen, 24 Stunden nicht geregnet. Das Spannende ist, das Wasser kommt hier nicht von Quellen, sondern alles Wasser hier im Umkreis von 15, 20 Kilometer kommt aus dem Busch selbst, der sich bei jedem Regen voll saugt wie ein Schwamm und Wochen, Monate lang dieses Wasser speichert, filtert und dann in Form von, ja, diesen Tröpfchen hier
wieder abgibt. Und diese Tröpfchen werden zu klitzekleinen Bächen, die dann irgendwann in einem Krieg münden. Und ja, ich begebe mich auf die Suche nach dem Krieg. Krieg, not Krieg. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wer sucht, der findet. Wir haben jetzt schon ein etwas größeres Bächlein. Wenn die Kamera scharf stellen darf, das war schon super. Ja, das schaut schon besser aus. Wie man sehen kann, ziemlich kristallklares Wasser. Und nachdem das da der Zusammenlauf von drei, vier so Mini-Bächlein ist, zu einem etwas größeren, immer noch Mini-Bach, bin ich gespannt, wie viel von denen dann in einen Krieg münden. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, wir sind hier nun einmal in einem Regenwald. Zwar einem gemäßigten und keinem tropischen oder subtropischen, aber definitiv einem Regenwald. Putting the rain back into rainforest. Ja, und da sieht man, erstens einmal, es ist wirklich sehr grün, es ist feucht und erstaunlicherweise, obwohl ich jetzt ein paar hundert Meter weiter unten im Tal bin, wird es nicht wärmer, sondern viel, viel kühler. Es ist ein Mikroklima, eben durch das Wasser und die Felsen. Fühlt sich eigentlich saugeil an. Weiter hinunter geht's. Ja, und hier wird das Bächlein, oder beziehungsweise wurde das Bächlein endgültig zum Bach. Stellt sich glatt die Frage, ob ich vielleicht sogar irgendwo, wenn schon nicht schwimmen, dann ein bisschen warten kann. Der einzige Weg, das herauszufinden, ist dem Bachlauf zu folgen. Also bitte, liebe Leute, schaut euch diese Farnwälder an. Riesenfarne, die sie über den Bachlauf spannen. Wunderschön, archaisch, urtümlich. Australien ist ja seit keine Ahnung wie viel zig Millionen abgespalten vom Rest der Welt. Aber da erwartet man sich direkt, dass irgendein Dinosaurier aus den Farmen rausgräut. Hoffentlich ein Pflanzenfresser. Da sind wir schon ziemlich weit unten. Also das sind sicher 400, 450 Höhenmeter, die ich jetzt hinter mir habe. Und ja, der Bach mutiert zum kleinen Fluss. Aber nachdem ich mir entscheiden muss, ob ich flussaufwärts oder flussabwärts gehe und der offizielle Weg flussaufwärts zeigt, wird es vermutlich nicht tiefer werden. Schaut. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Alter, der Aufstieg ist kein Bämmer. Man könnte das halt mal denken können, wenn es da über keine Ahnung wie viele Stiegen abwärts geht ins Tal,
Und ich hoffe, die Panoramashots vom Grand Canyon haben euch gefallen. Aber das hätte ich mir denken können, dass dann auch irgendwann wieder bergauf geht. Und ja, das ist keine Lerchl-Chance. Bin gerade davon da unten irgendwo über die kleinen Holzlehmstiegen rauf. Meine Fitness-App jubelt mir zu. Ich fühle mich alles andere als fit. Aber ja, die letzten paar hundert Stiegen bis zum Parkplatz schaffe ich auch noch. Ja, so sehr ich vielleicht auch ein bisschen geflucht habe, der Aufstieg ist zach, aber er lohnt sich. Echt geiles Panorama. Und da ist jetzt ein Rundweg entlang der Felsen, auf den ich mich eigentlich sogar frei keuch. Jo, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, noch nicht beunruhigt, aber verwirrt, weil laut meinem GPS sollte der eigentlich jetzt schon beim Parkplatz sein. Bin auch dem Weg stur gefolgt, dem deutlich markierten, mit Geländer versehenen Weg. Und der hat mir aber wieder bergab zurück in den Canyon geführt. Aber jetzt bin ich stur und umdrehen war das jetzt ein ziemlicher Wahnsinn. Also gehe ich weiter geradeaus. Ja, was soll ich sagen? Es wird enger, es wird feuchter, nicht im guten Sinne. Und ja, aber da kommen Menschen. Hey Menschen, vielleicht bin ich da auf dem richtigen Weg. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin. Aber es ist ziemlich geil. Und nachdem da immer noch Menschen herumlaufen, glaube ich nicht, dass ich irgendwo komplett verloren bin. Alter, wie geil ist das bitte? Der Weg führt in eine Höhle. Okay, ich glaube, ich aktiviere jetzt lieber die Taschenlampe. Ja, die Höhle hat mich wieder ausgespuckt, wo aber ziemlich geil in der Höhle herumgehe. Habe wieder ein paar Höhenmeter gewonnen. Stiegen. Was wartet als nächstes auf mich? Stiegen. Aber da war ein Schild, Car Park 45 Minutes. Also eine Dreiviertelstunde. Keine Ahnung, wo ich jetzt überall herumkatscht bin, aber eine Dreiviertelstunde bis zum Carpark. Das ist okay, das kann man machen. Hinter mir die Berge, immer noch wunderschön. Ja, auf zum Carpark, yeah. Hund, Alter. Das war ein Aufstieg. Ich meine, er ist noch nicht ganz vorbei, aber das schaut hinter mir schon nach Ende der Fahnenstange oder zumindest Berg aus. Wenn alles passt, bin ich in ein paar Minuten auf dem Parkplatz, aber das waren jetzt, keine Ahnung, wie viele Stirn. Ich will später in der Fitness-App nachschauen, aber das war echt Sach. Ja, fit ist was anderes. Der Ivan braucht wieder Sport. Der lange Winter hat ihn fett und faul gemacht. Okay, auf zum Parkplatz und dann Heimfahrt. Ich freue mich auf den Parkplatz. Ja, die gute Nachricht, ich bin auf dem Parkplatz. Die schlechte Nachricht, ey Mann, wo ist meine Harley? Es ist ein Parkplatz, aber es ist nicht mein Parkplatz. Mein Motorrad steht auf dem anderen Hügel, da hinten irgendwo. The Princess is in the other castle. Okay, aber das Stickel schaffe ich auch noch. Es ist vollbracht. Laut meiner Fitness-App 10.000 Schritte, was bei meinen Dackelbeinen gerade einmal 7 Kilometer ausmacht, in einer Stunde und 58 Minuten netto Kick-Time. Knapp 3 Stunden insgesamt mit Pausen und Filmen und so. Über 2000 Stufen, 900 kumulative Höhenmeter, what the fuck, 600 Kalorien, was daran liegt, dass ich einfach platt bin und daher mehr Kalorien verpulver. Ja,
Das war halt vor einem Jahr noch ein Jausenspaziergang gewesen und jetzt fühle ich mich schon ziemlich ausgepowert. Also noch nicht komplett fertig, aber das ist schon eingegangen. Was lernen wir daraus? Der lange Winter macht die Sau sehr wohl fett. In dem Fall das Schreibschwein. Und ja, mehr Buschwachs, mehr Sport und abspecken.